falschen Schlumpfulator finden würde, nicht wird das das Ende der Schlümpfe bedeuten. Das Ende! Da ist er, der schlumpfomatische Schlumpfulator. Ich muss an sein Steuerpult kommen. Schlumpfulator! Zu spät, du rettest die Schlümpfe niemals mehr. Niemals, 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 niemals. Nein, nein, nein. Oh, es war nur ein Traum. Dem Schlumpf sei Dank. Aber was für ein Traum. Beeilt euch, Schlumpf, wer waffelt. Holt sie, solange sie noch warm sind. Oh, das gute alte Schlumpfhausen. Aber ich frage mich, was der Traum bedeutet. Und dann verwandelte sich meine große Statue in Gargamel. Oh, und was passierte dann, Andy? Dann wachte ich auf. Oh, das ist ein sehr komischer Traum. Was er wohl bedeutet? Bist du sicher, dass das keine Statue von mir war? Offenbar leidet Andy unter dem Erfinderwahn, ein typisches Krankheitssymptom, das durch zu vieles Denken hervorgerufen wird. Ich habe derartige Beschwerden überhaupt nicht, was nur bestätigt, dass mein Gehirn Handys weit überlegen ist. Ja. Nein, 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 Träume, das sind Inspirationen. Meine Träume verraten mir, was ich malen soll. Den Gebrauch der Farben, eigentlich alles, deshalb irre ich ihn. Ja, das muss es sein. Mein Traum hat mir gesagt, ich soll mein Meisterwerk schlumpfen. Die absolut größte Erfindung in der Geschichte der Schlümpfe. Wenn ich nur wüsste, was es war. Oder wie ich es bauen soll. Dieser Teil meiner Anti-Schlumpf-Spray-Formel ist äußerst gefährlich, Azrael. Nur ein Tropfen zu viel und es hat eine verheerende Wirkung. Wer ist da? Ein Päckchen für Sie. Für mich? Ein Geschenk von Mami. Oh, wie schön. Oh, was mag das wohl sein? Aha, Mami hat mir eine Nachricht geschickt. Mein lieber böser Sohn. Oh, wie nett. In dem Beutel anbei findest du besonders teuflische Samenkörner, die dir helfen können, diese lästigen Schlümpfe, über die du dich immer beklagst, vom Halse zu schaffen. Und die Schrift und deine schreckliche und so weiter und so weiter. Oh, das muss ich unbedingt ausprobieren. Hm? Wie ich mein Mamilein kenne, dürfte das äußerst interessant sein. Ha, gar nichts. Wieder eine von Mamis törichten... Was ist das? PS, vergiss nicht, sie zu gießen, du Vollidiot. Aber natürlich, das hatte ich gerade vor. Weiß doch jeder, dass man Samen gießen muss. Oh nein, Hilfe, Mami, Hilfe! Und dann war der Traum zu Ende, Papa Schlumpf. Aber ich kann mich genau an alles erinnern, an jedes Detail. Das ist ein sehr interessanter Traum, mein lieber Handy. Ganz sicher war das ein Hinweis, diese Maschine zu schlumpfen. Ich werde nicht ruhen, bis ich sie gebaut habe. So eine tiefe Überzeugung darf nicht ungeschlumpft bleiben. Ich glaube, du solltest dich ans Werk machen. Ich werde für heute deine anderen Pflichten übernehmen. Oh, danke, Papa Schlumpf. Du wirst es nicht bereuen. So, das war der letzte. Stell dir vor, Azrael, was mit diesen verfluchten Schlümpfen passieren wird, wenn ich diese Zaubersamenkörner in ihrem Wald verstreue. Das Unkraut wird das ganze Sonnenlicht fernhalten, die Schlumpfbeeren werden eingehen und diese mistigen Schlümpfe sind erledigt. Oh, Mamis Ideen sind wundervoll. Aber warte mal, wie verstreue ich diesen wundervoll schrecklichen Samen? Hm, natürlich. Wir werden in die Luft steigen, Azrael, und ich verstreue den Samen der Schlumpfvernichtung von meinem alten Heißluftballon aus. Oh, wie ich mich erinnere, war da eine Feder. Ich brauche eine gute, schlumpfige Feder. Ja. Die darf ich mir sicher von Hefty leihen. Jetzt brauche ich nur noch irgendein langes Rohr oder sowas in der Art. Perfekt. Und nun fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel dieser kleine Splint hier. Oh, und dann noch etwas. Ein Seil.
Na los, Beeilung, du faules kleines Biest. Ich habe dich für eine Stunde gemietet. Hoffentlich kannst du auch ordentlich Feuer spucken. In Ordnung, in Ordnung. Spar dir das für meinen Ballon. Ab in die Lüfte. Oh, ich kann es kaum erwarten, diesen Samen der Verdammnis auszusäen. Was ist das für ein komischer Vogel, Nordli? Keine Ahnung, aber er ist fett genug, das ganze Schloss zu ernähren. Fliegt, fliegt, meine kleinen Unkrautsamenkörner. Beim ersten Regenschauer werden die Samen sprießen und die ganze Schlumpfbeerenernte der Schlümpfe fertig. Dann müssen wir nie mehr ihre fröhlich kichernden Stimmen hören, Azrael. Was in aller Welt war das? Oh nein! Pfui, Teufel, naja. Wenigstens habe ich den Zauberunkrautsamen verstreut. Oha, das muss Handys Traummaschine sein. Handys Maschine schlumpft mit jeder Minute hässlicher. Ja, und das ganze Maschinengehämmel raubt mir meinen Schlaf. Beauty, Fauli und Clumsy, ich habe Arbeit für euch. Torti braucht ein paar wilde Schlumpfbeeren fürs Mittagessen. Aber Papa Schlumpf, wir haben heute schon unsere Pflicht geschlumpft. Im Gegensatz zu Handy, der sich den ganzen Tag mit dieser dusseligen Maschine amüsiert. Nein, nicht doch, meine kleinen Schlümpfe. Jeder Schlumpf muss die Chance haben, seinen Traum zu verwirklichen. Wenn ein Traum einen Schlumpf inspiriert, sollten wir nicht dagegen schlumpfen. Ja, ja Papa Schlumpf. Schlumpf! Und seid schön vorsichtig im Wald, meine kleinen Schlümpfe. 98, 99, 100! Da muss ich doch noch etwas trainieren. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Da hat doch tatsächlich jemand mit meinen Sachen herumhantiert. Wo ist jetzt bloß die Feder hin? La, 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 la. Was zum verdammten Schlumpf? Jemand hat den Splint rausgezogen. Wer sollte denn so etwas schlumpfen? Zeit fürs Mittagessen. Schön, was zu tun zu haben zwischen Frühstück und Abendessen. Zuerst brauche ich mal ein schönes, heißes Feuerchen. Was ist mit dem Ofen los? Feuer, Feuer, ich meine Wasser! Oh nein, jemand hat das Brunnenseil abgeschnitten. Die Schlumpffeuerwehr! Hurra! Bumm, weiter, Hefti, das Feuer ist gleich aus. Wir haben's geschafft, geschafft. Es war einfach nur Rauch. Das war knapp. Wie mag das nur gekommen sein? Sag mal, mein Ofenrohr ist irgendwie weg. Lass dir von Handy lieber gleich ein neues machen. Oh, gut, das Feuer ist schon auszuluden. Ah ja, dank des großartigen Einsatzes unserer Schlumpffeuerwehr. Oh? Sacre bleu! Handy! Handy! Ich brauche deine Hilfe, Handy. Jemand hat mir mein Ofenrohr geklaut und, da ist es ja, mein Ofenrohr. Und hier ist ja auch der Splint von meiner Schubkarre, hier. So, da ist also meine Feder abgeblieben. Oh, ich schlumpfe dir gern eine neue, wenn ich meinen schlumpfomatischen Schlumpfulator fertig habe. Und wie soll ich bitte was zu essen machen, wenn du mir mein Ofenrohr nicht zurückschlumpfst? Meine Schubkarre ist viel wichtiger als dein Hobby, versteht das doch? Und ich will meine Feder auch zurückhaben, und zwar aber sofort, zuerst meine Schubkarre. Handy? Was ist denn hier los? Handy hat meine Schubkarre kaputt gemacht. Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Papa Schlumpf, Papa Schlumpf. Du auch, Tulusi. Sei still und warte gefälligst, bis du dran bist. Aber Papa Schlumpf. Aha, sieht nach Regen aus. Gut, genau das Richtige für meine Schlumpfbeerensträucher. Wir müssen uns unterstellen. Großer Schlumpf, was ist denn das? Wir können unter diesem Pilzschutz suchen, bis der Regen aufhört zu regnen. Schnell, meine kleinen Schlümpfe, klettert auf den schlumpfomatischen Schlumpfulator. Oh nein! Hilfe! Schnell, kletter hoch, Schlaubi, beeil dich! Danke, Hefti, sei vielmals geschlumpft. Ich werde mich revanchieren. Sollte dein Fuß sich jemals in einem tückischen Unkraut verfangen haben, dann... Hilfe! Warte auf mich! 95, 96, 97, ja nur 98 Schlümpfe. Wer fehlt denn noch hier? Papa Schlumpf! Schlumpf, sei Dank. Klettert auf, meine kleinen Schlümpfe. Das hier ist der einzig sichere Ort. Die Schlümpfe sind vollzählig, Papa Schlumpf. Gut, dann sind alle Schlümpfe in Sicherheit.
Und der Regen ist auch vorbei. Aber was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Erstmal wollen wir ein Nickerchen machen. Großer Schlumpf, das ist ja fantastisch, Andy. Das also hatte es mit deinem schlumpfomatischen Schlumpfulator auf sich, mein Junge. Ja, und hiermit kann man ihn lenken und damit kann man ihn beschleunigen. Es funktioniert! Fantastisch! Einmal ums Dorf, Handy. Dann können wir auch den Wald von diesem unheimlichen Unkraut befreien. Es hat geklappt, Azrael, so wie meine Mami es prophezeit hat. Na sowas? Das ist nicht möglich. Lauf, Azrael, lauf! Wie konnten diese fürchterlichen kleinen Kreaturen so schnell so eine Maschine bauen? Oh nein, sie kommen zurück! Und nun, um Handy unsere Anerkennung für seine letzte Erfindung auszuschlumpfen und unsere gehegten Zweifel ihm gegenüber vergessen zu machen, ein dreifach Hoch für Handy! Ein Hoch für Handy! Hurra! 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 Jetzt ist aus einem Traum Wirklichkeit geworden.